So. Da gab es kein weiteres Update, so wie es aussieht. So. Da hat immer noch seinen Tisch mit dem Schirm hier. Was ist das denn? Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin, ei ollut aika kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer. In der letzten Folge konnten wir erfolgreich Rache an den zwei Vollpfosten nehmen und die Angst hatten, weil wir auf die geschossen haben, dass sie nicht mehr existiert. Ich kann euch beruhigen, guckt da, die zwei Schwachmaten sind wieder zurück. Wie gesagt, bei My Summer stirbt nicht wirklich jemand, selbst wenn man auf die schießen, schlafen die nur wirklich. Und wenn man das Spiel neu startet, sind die Nervensägen auch wieder dabei. So, wir sind hier immer noch in der City. Wir haben es jetzt, lassen wir mal gucken, 10:45 am Abend. Was auch neu ist, ist, dass hier Musik gespielt wird. Das Geschäft dazu. Und die Suffköppe sind wieder mal am Arbeiten. So, warum wir hier sind, ich suche nämlich noch meine Utensilien, wie den Grill und so. Das haben wir in der letzten Folge auch ausprobiert und den Kaffee kochen. Mach mal diese. Macht man nicht so einen Lärm hier, ey. So, weil durch die Schwachmaden sind wir ja, durch den Hit und Run sind wir ja gestorben. Und das Einzige, was jetzt ich hier noch finden konnte, war die Waffe. Aber mein Grill und so das und die Kaffeekanne ist alles weg und das wollen wir mal in dieser Folge versuchen wiederzufinden. Ich weiß, es ist nicht gerade sehr spannend, aber was muss, das muss. So, in dem Gebäude ist definitiv schon mal nichts. Der Nachtbus fährt gerade los. Weil ich hatte auch schon mal offline geguckt auf dem Schrottplatz. So, wir machen mal No Clip. Hier ist auch nichts. Ich weiß nicht, wo das gelandet sein soll. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Abstecher zum Schrottplatz, zum Müllhalter. Keine Ahnung, als was das jetzt deklariert ist. Wobei, wir hätten vielleicht mal die Umgebung noch absuchen können. So, düsen wir ganz schnell mal zum Schrottplatz, der hier hinten ist. Hat sich schon so einiges angesammelt. So. Ach, guck mal an, unsere Couch ist hier. Zack. Nehmen wir natürlich auch gleich mit. Zack. So. Dann haben wir hier viele leere Plastikkannen. Unsere alten Autoteile. Alles, was wir mal durch den Müll gehauen haben. Aber auch kein Grill. So. Satana. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal schnell hier rüber. Zack. So. Home sweet home, Alabama. Hui, Satana. So, Grillkohle ist zwar hier, aber kein Grill. Übrigens habe ich wieder die Mod reingehauen, dass hier unser Graben zu wird. So, wir schauen mal. Grillkohle. Ist das nicht unser Kaffeepulver? Das ist unsere Munition. Wir hatten
hatten doch einmal Krekulle mitgenommen. Wir haben, glaube ich, bis zweimal gekauft, oder? Also das scheint ja wieder zurückgesetzt zu sein. Warum auch immer. Aber die Kaffeekanne fehlt auch noch. Dann müssten wir mal auf die Insel reisen. Zack. Machen hier mal Lucky Lucky. Hier ist auch nichts. Okay, die Tonne ist hier gespawnt. Die hatten wir ja auch mit. Da hatten wir ja Überraschungsfeuerwerk gemacht. Siehst du, das Feuerwerk fehlt auch. Okay, also ein Teil ist hier bei uns zu Hause gespawnt. Das kann man jetzt hiermit schon mal sagen. Aber es fehlt immer noch was. So. Das Feuerwerk fehlt, der Grill fehlt und die Kanne fehlt. Also noch drei Artikel. So. Wir schweben mal kurz hier rüber. Weil irgendwo muss es ja gelandet sein. Beziehungsweise gespawnt sein. Zack. Hey, Satana. Oh, Satana. So, hier haben wir das ja alles ausprobiert gehabt. Aber hier kann ich nichts sehen. So, wir erwachen, es ist hell. Wir haben mal schnell ein bisschen geschlafen. Weil wenn das so dunkel ist, macht das auch keinen Spaß, wenn man nichts sieht. So, jetzt können wir hier nochmal gucken. Aber auch hier wurde nichts gespawnt. Hier vielleicht noch irgendwas? Auch nicht, okay. Dann zurück zum Einkaufsgeschäft. Da ist ja alles passiert. Wenn, dann müsste es vielleicht auch noch irgendwo in der näheren Umgebung sein. So, ein paar Sachen haben wir definitiv wieder zu Hause gespawnt bekommen. So. Hier wurden wir überfahren. Ist die Frage, ob das irgendwo hingeschleudert worden ist. Also ich kann es mir nur vorstellen. Wir sind ja gestorben. Und dabei haben wir natürlich die Sachen verloren. Deswegen gab es auch einige Spawns. Aber hier ist absolut nichts. Hier ist eine Bierflasche. Ist überhaupt gerade jemand überhaupt im Laden? Nein. Es schien eine Riesenfeier hier zu sein. Wir können auch nichts sehen von hier oben. Es ist eine sehr gute Frage, wie wir an unsere Sachen wiederkommen. Mich wundert es auch, dass es dann nicht alles bei uns zu Hause gespawnt hat. So, die Spasti sind wieder unterwegs. So, ich glaube nicht, dass es zum... Wir flutschen mal rüber, aber ich glaube nicht, dass es zu unserem Werkstattfuzzi gekommen ist. Dann ist eine gute Frage, wie wir unsere Sachen wiederbekommen. Genau. Und dann habe ich natürlich wieder Hinweise von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Mit diesem neuen Update wurde auch die Map etwas erweitert. Und es soll jetzt eine Brücke geben. Oh. Hier liegt ein Autowrack. Stimmt, hier ist eine Brücke. Ist das die? Hier ist ein Bootanlegeding. Alles da, hier gibt es so einen Fluss. Da gibt es eine große Brücke. Krass. Gucken wir gleich noch an. Ich möchte erstmal kurz hier hin. Nein, das wollen wir nicht. Du.
Auf dem Harder? Unsere Reifen sind sogar fertig. Nehmen wir die gleich mit, danke schon dafür. Hast du zufällig meine Reifen gesehen? Der LKW ist auch neu lackiert. Sah mal anders aus. Aber auch hier gibt es keinen Grill oder so. So. Wir fliegen mal zu unserem Kumpel. Dem Sufkop. So. Da gab es kein weiteres Update, so wie es aussieht. So. Da hat immer noch seinen Tisch mit dem Schirm hier. Was ist das denn? Eine Axt im Tisch? Tür. I am sorry, I lost everything, I was my fault, all, everyone is better of this way. Genau, davon habe ich auch schon gehört. Dank euren Hinweises, der will sich nämlich sein Leben nehmen, oder hat sich das Leben genommen, weil ihn seine Frau verlassen hat. War das nicht sogar an der Brücke? Wartet. Guck mal jetzt nach, Scheiß auf den Grill, wo ist die Brücke? Das werden wir jetzt überprüfen. Wo war denn die Brücke? Da hinten ist die Brücke. Alter, alles neu gemacht hier. Krasser Shit. Eine neue Brücke. Das ist also die neue Brücke. Wo sollte da sein? Wow. Holy shit. Really? Er hat sich wirklich... Okay. Der hat sich wirklich sein Leben genommen. Da hängt er. Ich glaube, das ist der erste und einzigste Charakter, der in My Summer Car stirbt. Oder gestorben ist. Der hat sich einen Strick genommen. Ein Abschleppseil. Okay. Kann man da irgendwas machen? Nein. Glaub nicht. Nochmal. Ich habe keinen Bock zu sterben jetzt hier wegen dem Vogel. Kann man jetzt vielleicht das Seil durchschneiden? Nein, kommt man nicht lang. Zack. Okay, hier kommen wir lang. So. Können wir das abmachen? Schneiden irgendwie? Nein. Alter. Der hat sich wirklich das Leben genommen. Oh mein Gott. Es gab doch mal ein Update, der wollte da doch umziehen. Da hätte man noch helfen können. Das wollte man, glaube ich, auch mal ausprobieren. Holy shit. Und hier ist auch ein Fluss. Wo geht denn das lang? Oh mein Gott, ich bin gerade etwas, ja, schockiert wäre jetzt übertrieben, aber dass das jetzt der Wahrheit entspricht, dass der sich das Leben nimmt. Ruhe in Frieden, mein Freund. Oh mein Gott. Okay, ja, wie gesagt, wir sind eigentlich auf der Suche. Was ist das denn? Grafikfehler? Walrosse, nein, sind Steine, die in der Luft schweben, so wie das aussieht. Okay, wir sind aber auch hinter der Map. Was haben wir denn hier? Gibt es hier vielleicht eine Veränderung? Ui, Satana. Auf jeden Fall ist es schon angemalt. Tür. Okay. Wow, ein Ständer. Alles klar. Okay. Vorher kam man rein, kommt man jetzt nicht mehr rein. Okay. Doch. Nee, kommt doch nicht rein. Ist zu. Also scheinen hier irgendwelche Veranstaltungen oder so zu sein. Und da kommt man dann rein. Auch gut zu wissen. Also haben wir wieder einiges Neues zu entdecken. Wir gehen mal zu unserem neuen Haus. Was wir nicht gleich als Haus betiteln wollen.
Satana. Satana ist weg. Wir haben den sein Haus gewonnen. Kasten Bier ist noch da. Gönnen wir uns gleich mal ein Stückchen. Ah, sehr schön. Aber auch hier hat es keinen Grill gespawnt. Und der Grill kann doch nicht weg sein. Irgendwo muss der doch sein. Sommerinsel ist er nicht. Wir gucken jetzt nochmal zu Hause. So. Das ist unser Zuhause, weil da war er ja eigentlich immer. Ey, Satana. So. Im Auto scheint er schon mal nicht zu sein. Sehr gut. Hier nicht. Da nicht. Ein Traktor ist noch ein Kasten Bier. Und im LKW ist er auch nicht. Okay, also wir haben gewisse Sachen vom Spawn gespawnt, wie die Grillkohle und den Kaffee und die Brennmülltonne. Was uns halt noch fehlt, ist der Grill und die Kaffeekanne. Wer weiß, wo die gelandet sind. Vielleicht wisst ihr, wenn ihr es wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare Hinweise schreiben. Ich wäre euch sehr dankbar. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir erstmal am Ende mit dieser etwas eher unspektakulären Folge, aber trotzdem hoffentlich unterhaltsamen Folge. Und würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch einen positiven Daumen da. Denkt dran, Support ist kein Mord. Und an dieser Stelle bin ich erstmal raus für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder am kommenden Donnerstag. Bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und noch viel Spaß. Ey, nicht so laut. Und viel Spaß mit meinem Kanal. Macht's gut, ciao.